Yo, listen, you hear that? Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Das Spiel, auf das die ganze Fußballwelt gewartet hat, das Finale der UEFA Champions League. Es ist der Höhepunkt einer tollen Saison und da sind wir dabei. Das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Wolf Fuß und Frank Buschmann begleiten Sie durch diese Begegnung. Jetzt sind es nur noch ein paar Minuten und dann rollt hier endlich der Ball. Atletico Madrid gegen Newcastle United. Ich glaube, das UEFA Champions League Endspiel wird eine Frage der Nerven sein heute. Wer kann sich besser konzentrieren? Sind beide Supermannschaften, beide mit klasse Trainern, aber in so einem Spiel entscheiden oft die Nerven. Ah, das sieht gut aus. Botman. Das ist Isak. Ja, wartet einen Moment. Der Ball ist weg. Abstoß. Molina. Lemar. Armball Correa. Angel Correa. Den müssen sie machen. Da sind sie allein durch und dann versagen die Nerven. Correa. Bruno Guimarães. Sandro Tonali. Das wird Einwurf geben nach diesem Pass, der natürlich etwas zu ungenau war. Am Ball jetzt Alvaro Morata. Vielleicht die Führung jetzt. Stark verteidigt. Joey Linton. Die Chance zur Führung. Schön zugemacht. Er war noch dran, gibt Ecke. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Es geht in die Pause. Da ist der Pfiff. Der erste Durchgang ist also beendet in dieser Begegnung. Wir gehen wieder rein in diese Begegnung. Zu Beginn dieses zweiten Durchgangs alles offen. Es steht unentschieden. Die Chance jetzt. Gehalten, aber sie müssen weiter aufpassen. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Der Pass war ein bisschen unpräzise. Einwurf. Lehmer. Das ist Mario Hermoso. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. De Paul. Da haben wir Morata. Correa. De Paul mit dem Ball. Sie haben den Ball. Guter Vorstoß. Molina. Jiménez. Ja, machen Sie gut. Stören früh, da haben Sie den Ball. Morata. Scheer.
10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Sie kommen noch mal, ja? Die wollen mehr als dieses Unentschieden. Freistoß gegen Atletico Madrid. Sie nehmen den Wechsel vor. Oh, nee, das war kein guter Freistoß. Ja, aber auch kein Wunder bei der Distanz. Molina. De Paul mit dem Ball. Armball Correa. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Atletico steht vor dem Titelgewinn in der UEFA Champions League. Kurz vor Spielende geht das Team hier in Führung. Unglaublich. In der Nachspielzeit fällt das Tor und das könnte es gewesen sein. Hier der Treffer nochmal in der Wiederholung. Jetzt kennen wir den Sieger der diesjährigen UEFA Champions League. Herzlichen Glückwunsch! Was für eine Mannschaft, was für eine Saison. Ein sensationelles Finale. Eine Übermannschaft für mich. Also in der heutigen Verfassung, was wir heute hier gesehen haben. Ja, wer will die denn überhaupt schlagen? Die Jungs da unten. Das wird dann ein Thema fürs nächste Jahr. Für den Moment sind sie...